Der japanische Modedesigner Issey Miyake ist tot. Wie sein Unternehmen mitgeteilt hat, starb er vergangenen Freitag im Alter von 84 Jahren an einer Leberkrebserkrankung. Seine Beerdigung hat laut japanischen Medienberichten schon stattgefunden. Miyake war bekannt für seine innovativen Styles und sein Parfüm, sowie die legendären schwarzen Rollkragenpullover von Apple-Gründer Steve Jobs. Der 1938 in Hiroshima geborene Designer startete seine Karriere Anfang der 1960er Jahre in Tokio. Ab 1965 arbeitete er in Paris für das Modehaus Givenchy und gründete 1970 in Tokio sein eigenes Modelabel Miyake Design Studio. 1997 zog Miyake sich aus dem aktiven Geschäft zurück und widmete sich der Textilforschung.